Herzlich willkommen bei uns in der Stube, der Ort, an dem die spannendsten Persönlichkeiten aus der Region Innsbruck Platz nehmen. Heute mit einer jungen Frau, die das Eis und den Speed liebt, die sich am liebsten kopfüber ins Geschehen wirft und auf ihrem Schlitten die größten Erfolge mitnimmt. Das ist der Lebenslauf von Janine Flock. Viel Spaß! Liebe Janine, back to Tirol. Wie geht's da? Danke, gut. Also ich bin froh, dass ich wieder in der Heimat bin. Wobei, ich muss sagen, mir ist drüben sehr gut gegangen. Und das Olympische Dorf war für mich das Schönste, was ich eben jetzt bei meinen drei Olympischen Spielen, wo ich dabei sein habe dürfen, erlebt habe. Und für uns war es einfach auch ideal, weil die Bobbahn gleich in unmittelbarer Nähe gelegen ist. Das ist praktisch. Mhm. Warum war das so besonders, das Dorf? Für mich als Athletin ist es immer fein, wenn kurze Wege sind vom Zimmer zum Essen, zur Trainingsstätte. Und das war da drüben sehr ideal. Und man muss auch sagen, das Wetter war sehr gut. Also wir haben wirklich bis zum Rennen eigentlich immer strahlend blauen Himmel gehabt. Und es war halt auch fein, dass wir im Freien auch unser Training absolvieren haben können. Mhm. Ich meine, klar, es war kalt, aber die Sonnenstrahlen haben uns schon ein bisschen gewärmt. Das ist schön. Wie hat der Ort geheißen? Yang Qin. Oder Yang Qing. Wir starten unseren Podcast immer mit einem Lebenslauf-Schnelldurchlauf. Gell? Mhm. Einfach um die ganz kompakt und schneller mal kennenzulernen, dass wir wissen, wo wir nachher tiefer gehen. Mhm. Janine, dein vollständiger Name? Janine Flock. Dein Geburtstag und Geburtsort? 25.07.89 Hall in Tirol. Mhm. Deine Hobbys, die du in einen Lebenslauf reinschreiben würdest? In einen Lebenslauf? Mhm. Ah, ja, lesen, kochen, Familie, Freunde, eben mit ihnen Zeit zu verbringen und ja, Sport generell. Während meiner aktiven Zeit ist Sport, Performance-Sport wichtig. Da kommt der andere Sport leider zu kurz, weil es einfach trainingstechnisch nicht geht. Aber ich würde vielleicht noch Stand-Up-Paddeln dazu schreiben. Mhm. Ja. Zum Ausgleich. Genau. Voll gut. Wo machst du das? Unterschiedlich, wo ich gerade halt am Weg bin. Also im Sommer meistens schmeiße ich mir es echt ins Auto und ja, man fährt nach Deutschland zu Therapien, zu Ärzten und wenn es sich zeitlich so ergibt, bleibe ich da auch stehen, lasse es von meinem Auto aufblasen und dann geht es eine Runde auf den See. Wenn du sagst Deutschland, so Starnberger See, Walsee? Ja, Allgäuer Gegend. Oh, hübsch. Ja. Deine klassische Schulbildung? Meine klassische Schulbildung, ja. Hauptschule, Volksschule, Hauptschule. Ich war einen Monat oder zwei Monate am Bock voll das, weil mir gedacht habe, musischer Zweig interessiert mich. Aber dann habe ich mich doch für die Praxis entschieden und bin in das polytechnische den polytechnischen Lehrgang dann gegangen, ins Poly in Hall, weil ich eine Lehrausbildung machen wollte und ich mir gedacht habe, die bereiten mich besser auf die Lehre vor. Und perfekt. Ja, habe dann eine Lehre als Bürokauffrau gemacht, eigentlich ganz klassisch. Genial. Aber es war eine gute Zeit. Was sind das für zusätzliche Ausbildungen, die du in Lebenslauf schreibst? Es sind einmal unterschiedliche Ausbildungen, die mit meiner kaufmännischen Ausbildung zu tun haben. Ich schreibe meine Trainerausbildung rein, die ich habe. Verschiedene Sachen. Es sind halt immer so kleine, tolle Ausbildungen, die halt doch das Ganze interessanter machen, würde ich sagen. Ich glaube, jetzt im Moment ist die Trainerausbildung das, was aktuell ist. Und, sind da Sprachen auch dabei? Hast du Sprachen gelernt? Ich würde gern mehr Sprachen sprechen können, aber es ist halt Englisch dabei und ja, man hat immer wieder so Phrasen Italienisch oder in der Schule gehabt, aber da ist nicht viel hängen geblieben. Ich meine, ich habe jetzt dadurch, dass ich in Lettland trainiert habe, die lettische Sprache ein bisschen mehr mitgekriegt, weil ich sehr viel Zeit mit ihnen natürlich auch verbracht habe. Und das war ganz interessant, aber ich habe jetzt auch nie die Zeit gehabt, dass ich mich hinsetze und wirklich Sprachen lerne. Ja. Also es braucht schon mehr Zeit. Aber durch das, dass du jetzt wirklich auf der ganzen Welt rumkommst, kannst du überall so ein bisschen reinhören und ein bisschen reinfühlen. Vielleicht hat man da ein besseres Gespür dann für Sprachen. Ja, vielleicht. Vielleicht gibt es jetzt dann irgendwann. Ja, eben. Schauen wir. Das musst du uns dann erzählen. Weil du sprichst von dieser kaufmännischen Ausbildung.
Dein erster Job, hat der mit dem was zu tun gehabt oder hast du so nie als Bürokauffrau gearbeitet? Ja, also meine während ich in der Lehrzeit war, auf jeden Fall. Und ich habe danach in der Gemeinde in Rum gearbeitet. Eben 2 Jahre, glaube ich, waren es. Mhm. Und habe halt nebenher den Sport gemacht. Aber ich bin dann eben zu dem Punkt gekommen, wo das zu viel geworden ist, weil ich eigentlich null Freizeit mehr gehabt habe. Also du hast um 6.30 Uhr hast meistens angefangen und bist dann wohl von der Arbeit gleich zum Training. Und das ist halt ja, über diese Jahre durchgehend so gegangen und hast halt deinen ganzen Urlaub, Überstunden, alles halt in die Winterzeit dann eingebracht, dass halt eben bei den Wettkämpfen dabei sein kannst. Und bei mir war es dann eben so, dass ich ja zu dieser Zeit eben den einen oder anderen guten Erfolg gehabt habe. Eben damals war das bei der Juniorenweltmeisterschaft, da habe ich mir dann den Platz fürs Bundesheer rausgeholt. Mhm. Und dann war wirklich die Entscheidung, okay, ich kann mir jetzt entscheiden, Sport, geht es in eine sportliche Richtung oder bleibe ich und lassen Sport. Also weil es war beides nicht mehr machbar, weil es einfach, weil der Sport sehr viel abverlangt, weil eben der technische Part auch noch dabei ist und es ist sehr komplex, würde ich sagen. Und ja, für mich war dann eigentlich klar, dass ich zum Bundesheer will und dass ich mich da raufkämpfen will. Und ja, es ist dann wirklich so von Jahr zu Jahr dann immer besser geworden. Und eben beim Bundesheer ist es so, du kommst, dann hast du auch ein Jahr Zeit und du musst halt Leistung bringen. Und ja, immer dann 2011 eben haben wir dann den Weltcup-Platz geholt. Und seitdem bin ich eigentlich im Weltcup unterwegs. Kann man bei uns in Österreich einfach auch davon sprechen, dass das Bundesheer dir eigentlich auch das ermöglicht, diese Sportlerkarriere zu führen? Auf jeden Fall. Also ohne den Heeressport wäre es mir jetzt nicht möglich gewesen, in meiner Sportart so lange schon aktiv zu sein und erfolgreich zu sein. Also die geben da einfach die Sicherheit und die Möglichkeit, dass du wirklich den Sport professionell ausüben kannst und die ganze Zeit investieren kannst und ja, auch weiterkommst. Du bist da ja auch schon relativ weit, wenn man das sagen kann, oder? Da gibt es ja diese unterschiedlichen Dienstgrade. Genau. Ich habe zuerst nur ganz schnell drüber geschaut und habe mir gedacht, aha, Zugführerin ist sie auch noch, also wirklich Zuglenkerin, aber das ist ja eigentlich ein Dienstgrad, gell? Genau, also ich bin schon Zugführer und aber es ist ja das, dass wir repräsentieren Österreich eben nach außen über den Sport und haben ja in dem Sinn nicht wirklich was mit dem eigentlichen Bundesheerdienst zu tun. So wie es jetzt bei Covid zum Beispiel war, wo die ganze Pandemie ausgebrochen ist, da haben wir natürlich, sind wir auch eingesetzt worden. Also, und das war auch irgendwie cool, weil du hast ja irgendwie was zurückgeben können in eine andere Art und Weise. Mhm. Da sind wir einteilt gewesen eben in einem Lebensmittelhandel, in der Lagerlogistik, haben dort die Leute halt entlasten können, weil da waren eben die ganzen Hamsterkäufe und da ist es ziemlich rund gegangen. Und Klopapierkäufe. Ja, genau. Das war wirklich, war eine coole Erfahrung und vor allem einfach auch gut, dass du einfach helfen hast können. Mhm. Und, ja. Was heißt das jetzt, Zugführerin? Weil darunter habe ich gefunden, ist der Korporal und darüber wäre dann der Wachtmeister. Was machst du da genau? Also ich, was bedeutet es? Also ich jetzt halt in meinem Fall als Athletin mache da jetzt nicht wirklich was. Das sind halt diese Dienstgrade, wenn du nach gewissen Jahren okay. Eben dabei bist, dann, also der Zugsführer ist jetzt das Höchste, was ich als Athlet erreichen kann. Aber ich brauche, damit ich diesen Grad oder die Dinge ausführen kann, glaube ich, brauche ich ein bisschen Praxis im normalen Bundesheeralltag. Strebst du das an, wenn irgendwann die sportliche Karriere zu Ende sein sollte? Aktuell jetzt einmal nicht. Jetzt schaue ich einmal, wie es weitergeht. Also ich muss mich jetzt selber mal orientieren, ob ich eben jetzt nochmal einen 4-Jahres-Zyklus mache, ob ich nur 1-2 Jahre fahre, ich weiß es noch nicht und schauen wir. Aber es ist natürlich toll, dass man die Möglichkeiten hat, sich auch beim Bundesheer dann irgendwie zu orientieren. Mhm. Man hat ja die Möglichkeit, dass man eben berufliche Weiterbildungen macht und was echt toll ist, gell? Also total. Da ist man wirklich gut aufgehoben. Extrem, weil es ist eben diese Zeit danach als Sportler, du strebst ein Ziel an und eben so wie es jetzt ist, du erreichst oder erreichst nicht und danach fallst einfach einmal. Also du brauchst schon irgendwie einen Plan und eine Möglichkeit, dass du dich weiterbilden kannst und ich habe das auch versucht. Ich muss nur sagen, ich habe eben ein Studium eigentlich auch angefangen, 2017 schon. Mhm. Aber da hänge ich noch immer ziemlich nach. Das ist nicht so alles meine, aber es würde mich total interessieren. Das ist einfach der Bachelor für Business und Management. Ja, wieso nicht? Aber
ich habe es einfach nicht unter den Hut gebracht, weil ich mich nicht auf zwei Dinge gleichzeitig so konzentrieren kann. Ich meine, ich kann es nebenher so ein bisschen locker machen, aber das bin ich vom Naturell nicht. Ich mache lieber auch Sachen gescheit. Das ist sehr klug. Ja, ich ziehe meinen Hut vor allen Athleten, die wirklich Studium und Sport unter den Hut bringen. Ja. Ich meine, es kommt, glaube ich, auch immer darauf an, wie viel man in den Sport reinstecken muss, wie viele verschiedene Themen es gibt rund um diese Sportart, die halt Zeit kosten und Zeit, Zeit brauchen, ja, dass man da weiterkommt. Und sagen wir es mal so, deine Ziele sind halt einfach die größten Ziele. Olympia ist ja für eine Athletin einfach das Ziel, sagen wir ehrlich, oder? Auf jeden Fall. Aber man hat es jetzt einfach auch wieder gesehen, wir sind jetzt über Jahre einfach auf einem so guten Level und kontinuierlich erfolgreich. Und dann sind da zwei Tage, auf denen man natürlich extrem hinarbeitet. Aber man vergisst dann ganz gern den Weg dorthin. Und der Weg dorthin ist eigentlich der Ausschlaggebende. Und der Weg ist das Ziel. Das genau. Einfach, gell? Es stimmt ja, einfach. Das ist zwar, ja, genau. Der klassische Spruch. Da kann man sich besänftigen damit. Mhm. Weißt du, was wir jetzt machen, Janine? Jetzt machen wir deinen Medaillenkasten mal kurz auf. Gell? Damit wir wissen, was die Meilensteine bisher waren. Mhm. Du bist zweifache Gesamtweltcup-Gewinnerin. WM 3. 2020, WM 2. 2016, dreifache Europameisterin, das war einmal 2019, 2016, 2014. Und du bist schon dreimal bei den Olympischen Spielen dabei gewesen. Das war das erste Mal 2014 mit Rang 9. Mhm. Und eben der letzte Zyklus 2018 in Pyeongchang. Mhm. Das war eben das Gemeine als Vierte, um 200stel, glaube ich, auf den dritten nach Hause zu fahren. Knapp vorbei ist halt auch vorbei, das ist immer das Problem, gell? Das ist so, ja. Das finde ich immer so spannend bei euch Athletinnen und Sportler, aufstehen und dann wieder den ganzen Mut und Motivation zu finden, um dann 4 Jahre später wieder Vollgas zu geben. Wie macht man das? Welche Mechanismen hast du da entwickelt über die Jahre? Ja, das ist, wenn man was anstrebt, ich glaube, das ist im normalen Leben oder in der normalen Berufswelt genauso, dann will man natürlich auch seine Kapazitäten ausschöpfen und ist motiviert und will das erreichen. Und ich glaube, dass der Wille und auch man muss auch die schönen Dinge sehen. Ich meine, es ist sich als Privileg, Athletin sein zu dürfen und man erlebt sehr vieles. Ich meine, klar hat man auch viele Entbehrungen, wo man eben zurückstecken muss. Es läuft ja alles sehr diszipliniert ab, aber im Endeffekt ist es Motivation und es ist schön, wenn ich sage, okay, ich habe auch mein Team um mich herum und die geben auch alles. Und es brennt einfach auch das Feuer zum Wettkampf fahren. Nachher ist das eigentlich schon so genug Antrieb, dass man versucht, seine Ziele zu erreichen, die auch noch eben in weiter Ferne scheinen. Aber ich glaube, man braucht immer langfristige Ziele, man braucht kurzfristige Ziele. Ich setze mir zum Beispiel auch immer wieder eben die kleinen Tagesziele, weil einfach ein kleiner Erfolg auch schon gut tut und man merkt, okay, man ist am richtigen Weg. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, dass man nicht nur in die Zukunft denkt, sondern echt im Hier und Jetzt auch sich mit kleinen Dingen zufrieden gibt und sich von dem beflügeln lässt. Auch. Und da kommt man dann auch weiter und will auch weitermachen. Genau. Ja. Dass man auch wirklich, wie du sagst, bei den Tageszielen, das ist ja tägliche Belohnung. Genau. Dass man die Ziele schon, man hat ein großes Ziel, aber man darf es auch oft nicht zu hoch stecken. Wahrscheinlich ist ja nie diese Befriedigung da, oder? Genau, also ich finde auch, wenn ich mir Tagesziele setze und die erreiche, dann und so für mich den Tag Revue passieren lasse oder die Woche, was alles gut war, was wir erreicht haben, dann ist das eigentlich brutal viel Motivation, weiterzumachen. Und ja, ich glaube, das ist wichtig, dass man im Hier und Jetzt ist und nicht zu weit und zu schnell rennt. Mhm. Voll gut. Das muss man sich beibehalten. Das ist ein super Weg. Ja. Hammer. Kann man sich eine Scheibe abschneiden. Man versucht es halt. Es ist eh nicht immer möglich, aber man merkt dann eh wieder, okay, jetzt bin ich schon wieder ein bisschen zu weit. Muss man sich wieder ein bisschen besinnen. Und der Mechanismus, der ist entscheidend, wo man dann sagt, jetzt ist es genug. Stopp. Genau. Jetzt muss ich wieder mal ein bisschen zurückfinden. Voll super. Ja, es ist halt eben die
die Spielerei zwischen, wie weit kann ich gehen. Man geht da zu weit. Ich habe mich erfahren, dass ich Sohn verletzt zum Beispiel. Mhm. Und habe gemerkt, okay, das war jetzt einfach ein Stückchen zu viel. Es war nur, es ist nur eine Verletzung gewesen, die man handeln hat können. Aber trotzdem wirft es die halt aus der Bahn. Und da lernt man halt auch aus solchen Situationen. Also man muss die Grenzen überschreiten, dass man auch daraus lernt und dass man weiß, okay, wo gehört man denn hin und wo ist die Balance, mhm. wo ist meine persönliche Balance, was ist mir zu viel und was nicht. Und das muss man aber auch nach außen kommunizieren oder auch mit dem Team. Und ja. Die Verletzung, ist die im Eiskanal passiert oder am Start oder außerhalb? Es ist beim Training passiert leider. Also es war die letzte Einheit in der Woche, aber die Woche war sehr intensiv. Wir sind da gerade das war im Oktober eben von China gekommen. Und die Trainingseinheiten waren noch sehr, sehr, sehr intensiv. Und mhm. ich war aber ein bisschen müde und habe zu wenig Zeit in Regeneration investiert. Und ja, dann habe ich einbeinige Sprünge gemacht. Ich habe schon mords viel Spannung generell auf die Füße drauf gehabt. Und ja, ich weiß, ich habe Probleme mit meinem Becken, ISG, Schiefstand immer wieder und mhm. Mit den Bandscheiben so oder so. Aber da ist halt einfach, da ist halt noch eine Bandscheibe dazugekommen. Die zuerst nicht war und ja, war nun mal Glück im Unglück. Und ich habe halt gewusst, wie ich es angehen muss, weil ich halt schon eine Rückenverletzung davor gehabt habe und dann hat man in dem Sinne auch Erfahrungswerte. Ich bin schon voll drin, gell? Ja. Schon wie das Gleiche. Genau. Und trotzdem dieser Entschluss und die Kraft und Entscheidung, dahin zu fahren zur Olympia, also die kann nichts erschüttern auf gut Deutsch. Ja, schon. Also es gibt immer im Leben, auch im Privatleben, Dinge, die dich aus der Bahn werfen. Aber ich glaube, es geht darum, wie man damit umgeht, welche Ansätze man hat, wie man Lösungen sucht. Es ist die Familie extrem wichtig. Also für mich auch, die gibt mir extrem viel Halt. Und ich glaube, man braucht einfach eine gute Basis und einen guten Rückhalt. Mhm. Dann findet man für alles Lösungen. Und auch in Zeiten, wenn es nicht super ist und toll ist. Also es ist ja das ganze Leben bergauf, bergabfahrt und ja, ich glaube, es kommt darauf an, was man daraus macht und ich kann ja nur das jetzt beeinflussen, das, was gestern war, kann ich analysieren und kann versuchen, das für die Zukunft besser zu machen oder ja. Genau, das ist ein guter Stichpunkt. Ich habe ein Interview von dir gelesen nach Olympia, mhm. wo sie ja eben zusammen im Team gesagt habt, ihr habt so viel reingesteckt, so mhm. viel investiert, nächtelang in der Werkstatt, zusammen auch mit deinem Trainerfreund da, mhm. Matthias Guckenberger, genau, heißt der, gell? Genau. Wo sie ja, glaube ich, auch in der Szene generell Top-Materialentwickler mhm. seid. Müssen wir auch noch drauf zukommen. Ja. Aber ihr wart dann nicht fähig, es umzusetzen. Ich habe es dann, glaube ich, genauestens analysiert. Woran ist dann im Endeffekt gelegen? Also oft einmal gibt es offene Fragen, die man nicht wirklich beantworten kann. Also das geht im Sport so um kleine Nuancen, um ein Körpergefühl, um den Geist. Also es spielt auch bei der Frau der Zyklus eine Rolle zum Beispiel. Also das mhm. sind Dinge, die da mit einfließen. Und oft einmal kann man es einfach nicht erklären. Das ist einfach ein Gefühl, wenn man aufsteht und man weiß, okay, irgendwas fehlt halt. Irgendein Funke ist einfach nicht so scharf, wie er gerade sein sollte. Mhm. Dann muss man es einfach akzeptieren und darf nicht zu überanalysiert sein oder darf das nicht zu überanalysieren oder durchdenken. Sondern muss es echt akzeptieren. Und ja, so wie das da jetzt ist, wir haben jetzt auch noch nicht die Antwort. Aber das ist auch okay. Wir wissen, wir haben alles gegeben. Wir hatten es jetzt zu diesem Zeitpunkt nicht noch besser machen können. Mhm. Also wir sind top da gestanden, aber es ist halt nicht nur immer Equipment, sondern es spielt einfach, also ich als Athlet muss einfach auch fähig sein, an diesen zwei Tagen meine beste Tagesverfassung zu haben. Und es ist halt auch das Phänomen, man sieht halt auch relativ oft, dass viele Medaillen, die gemacht werden, die waren gemacht von Athleten, die eben davor noch nicht den Erfolg gehabt haben oder auch noch nicht am Weltcup-Podest gestanden sind, so mhm. wie jetzt bei uns die deutsche Siegerin zum Beispiel mhm. Oder eben Australierin. Ja, das ist halt der Sport und die Tagesverfassung zählt halt auch. Ja, voll. Und, ja. Am Ende des Tages ist es einfach als Menschen. Genau. Die Unterschiede genau. funktionieren. Aber das Ding ist ja, das finde ich so spannend, du jagst dich da ja mit dem Kopf voraus durch den Kanal Awe, gell? Also Wumms. Füße voraus, normal rodeln, geht das für dich überhaupt?
ich habe Naturbahnrodeln, also ich war Naturbahnrodeln letztes Jahr nach der Saison ein paar Mal, weil es echt lustig ist. Aber ich fühle mich teilweise echt ein bisschen unwohl, weil es sich nicht natürlich anfühlt. Also für mich fühlt sich das Kopf voraus wirklich natürlicher an, als wie mit den Füßen voraus. Ich weiß auch nicht warum, aber ist ja, halt so gewohnt, das, da, ja, eben, es ist halt so automatisiert. Aber ich muss sagen, eben Rodeln selber, so Natureis, Kunstbahnrodeln habe ich jetzt selber auch noch nie probiert. Mhm. Ist schon lustig, aber ich habe letztes Jahr auch ein bisschen einen Crash gehabt. Da bin ich mit der Rennrodel vom Papa gefahren. Und der Papa ist 1,92 und ja, dementsprechend schwer auch. Und die war halt auf ihn eingestellt und ich habe sie nicht mehr um die Kurven gekriegt. Es war eisig und bin dann echt an über den Schneehaufen drüber und die Rodel habe ich halt im Bachbett versinkt und wir haben dann echt mit Seilzug kommen müssen und ich habe mich da abgeseilt und habe die Rodel dann irgendwie da rausgekriegt, weil da hätte ich nicht ruhigen können, weil halt Eis war, drunter Bach und die ja. Kleine freche Janine, Papa die Rodel stellen. Zamperlot. Ja. Dann habe ich gedacht, ich bleibe gescheiter im Eiskanal. Aber du bist einfach im Schneehaufen gelandet, dir ist nichts passiert. Nein, ich habe mich aber geschmissen und ja, die Mama hat es hetzigerweise gefilmt, weil ich gesagt habe, geh nimm mal was auf, wo ich vorbeifahre. Und ist genau drauf. Sie hat gefilmt, hat dann gar nicht mehr nachgefilmt. Sie hat leider mehr geschrien, wo sie das gesehen hat, weil die ist echt wie auf einer Sprungschanze rausgeflogen. Und spektakulär noch. Ich habe mich gleich noch runtergerollt. Das war echt spektakulär, ja. Also besser Kopf voraus. Ja. Sehen wir da gut auf unseren Stuben-Selfie. Ja. Janine in voller Pracht. Aerodynamisch und auf Armen abgestützt, da fliegst du eigentlich gerade, kann man sagen, gell? Ja, der Bob oder der Schlitten, sich, sagt man, ja. Ist am Boden, gell? Genau, man schmeißt sich auf den Schlitten. Vielleicht wollen wir da für uns, genau, für unsere ZuhörerInnen ganz kurz einmal das abbilden, wie läuft es eigentlich ab, weil ganz entscheidend ist ja auch der Sprint am Anfang, also genau. Du bist ja eine grandiose Läuferin, kann man sagen. Ja, es ist erarbeitet. Die schnellste bin ich noch immer nicht, aber das ist halt auch genetisch bedingt in einer Schnellkraftsportart. Ja, eben, das ist jetzt so das ein Bild, das ist nach dem, also die Loading-Phase nennen wir das. Loading-Phase. Also der Aufsprung. Und es geht halt eben, die Startphase beginnt vom Startbalken weg und du hast eben zuerst die Einarm-Starttechnik und musst maximal beschleunigen. Und es sind ja die Gefälle von den Starts unterschiedlich, also je nach Gefälle, nach Grad vom Gefälle springt man früher auf oder man muss länger oder weiterlaufen, damit du die aufgebaute Geschwindigkeit auch mitnimmst und den Speed mit in die Bahn nimmst, also dass du eine gute Abgangsgeschwindigkeit hast. Ja, du läufst mit einer Hand weg und dann hast du dieses Umgreifen und da haben wir wirklich tatsächlich einen Moment, wo man den Schlitten nicht einmal in der Hand hat. Also wo der Schlitten lose dasteht und du greifst halt um und dann springst du eben auf. Und, ja. Und nach der Phase musst du halt echt gleich sofort deine Position finden, weil die Spur, wir sind ja mit einer Kurve in einer Spur, die uns den Halt gibt beim Starten, weil die Spur relativ schnell aus ist und da kann es dann auch passieren, dass schnell ins Rutschen kommst, wenn die Position noch nicht hast und musst sofort eben runterfahren, deinen Puls runterfahren, ruhig schnaufen. Zuerst hast du halt das Adrenalin, musst voll sprinten und dann musst du halt sofort ruhig bleiben. Und ja. Bis zu 145 km/h kriegt so ein Schlitten. Genau, also die Bahn in Whistler in Kanada ist eigentlich die schnellste und da haben wir bis zu 145 km/h, ja. Wahnsinn, für das passiert eigentlich wirklich wenig, gell? Ja, Gott sei Dank. Im Kanal selber. Gott sei Dank, ja. Ich meine, es ist physikalisch eigentlich nicht möglich, dass eben der Schlitten aus der Bahn fällt oder bei uns sind halt Stürze, du kippst halt meistens um und du musst halt schauen, dass der Schlitten vor dir ist, weil der hat ein relativ schweres Eigengewicht. Mein Schlitten wiegt jetzt 32 Kilo, die Herrenschlitten sind noch ein bisschen schwerer, dass die nicht mit dem Schlitten verletzt und ja, blaue Flecken, es ist Gott sei Dank noch nicht viel passiert. Ja. Das ist voll gut. Ja. Und dann liegst du ja, also du hast die Arme an deinem Körper dran oder liegst du auf den Schultern eigentlich? Also man sieht es eh bei dem Bild ein bisschen. Und zwar ist da hinten sind die Haltegriffe und ich halte mich eigentlich unter meinem Körper, also ich bin eigentlich ausgestreckt und halte mich eigentlich leicht da mit dem Daumen ein bisschen fest und habe so die Möglichkeit, dass ich auch wirklich die Schultern komplett auf den Schlitten bringe und dass ich da winddicht bin, also zumache, weil es ist ja die erste Windangriffsfläche. Und klar.
Ja. Aerodynamik ist genau. Da natürlich das Entscheidende. Gell? Genau. Und das heißt, man lenkt nicht wie beim Naturrodeln mit Füßen und Händen, sondern mit der Schulter. Schulter und mit den Knien. Und eben wenn es happig wird oder wenn es rutschig wird, muss man einmal mit den Beinen korrigieren, damit man den Schlitten immer parallel haltet. Also wir haben ja einen Rundstahl von den Kufen her. Mhm. Also es gibt uns jetzt im Vergleich zu den Rodlern auch nicht so viel Halt. Also ihr Rodel kann viel präziser fahren als wir, weil wir eben in dem Rundstall im hinteren Teil eine Fräsung haben, wo eine kleine Kante drauf ist und das ist im Endeffekt alles. Und wir bestimmen halt über den Bug. Also wir spannen da an Bug rein, unsere Auflagefläche, und das ist halt meistens sehr wenig. Weil je mehr Eiszerstörung man hat, desto schlechter ist es eigentlich. Also man will schauen, dass man so wenig wie möglich Eiszerstörung hat und trotzdem gerade und stabil runterfahrt, aber es ist immer so ein bisschen eine Gratwanderung. Das ist immer am Limit. Wie ist das jetzt beim Bewerb? Der als erstes startet, hat die beste Bahn und zum Schluss dran ist, kann dann leider Gottes damit rechnen, dass da schon voll die Kratzer drinnen sind. Das ist wirklich wetterabhängig, eben mit einer Outdoor-Sportart. Und klar, wenn die Luftfeuchtigkeit höher ist, wenn es ein bisschen wärmer ist, nachher baut die Bahn natürlich ein bisschen ab. Aber es gibt gewisse Protokolle, es gibt ein Care-Protokoll, wo die Bahnarbeiter in die Bahn gehen und regelmäßig eben die Bahn auserkehren, zum Beispiel bei Schneefall. Und so wird eigentlich geschaut, dass es eigentlich immer relativ fair abläuft. Und ich muss sagen, es ist mit den Jahren auch immer besser geworden. Es sind die Bahnen auch sehr gut überdacht. Also da haben sie auch nachjustiert, dass einfach auch wenn Schneefall ist zum Beispiel, dass einfach jeder eine freie, saubere Bahn hat. Richtig. Aber es gibt schon Rennen oder Bahnen, da wo eben wetterbedingt, weil es einfach zu warm ist, die Oberfläche einfach ein bisschen aufreift und nicht mehr so spiegelglatt ist auf jeden Fall. Und das muss man halt mit berechnen oder mit kalkulieren, eben in die Materialauswahl dann, wenn man weiß, was für Startnummer man halt hat. Ganz entscheidender Faktor ist, glaube ich, auch die Sicht, oder? Weil du liegst ja eigentlich mit dem Kopf Richtung Boden und dann musst du eigentlich richtig weit aufstarren. Genau, das ist wirklich... Und der Helm ist ja auch noch dabei. Genau, also du hast den Helm schon so auf, dass du da wirklich freie Sicht hast und eben du musst die Schultern runterdrücken, den Kopf ein bisschen anheben und dann schaust du wirklich da, schielst im Endeffekt so ein bisschen vor. Du musst halt schauen, dass du den Kopf immer ganz unten hast und ja, ist ein bisschen eigen. Und wenn dann in die Kurven reinfährst, durch die Fliehkräfte, haut es uns halt wirklich den Kopf aufs Eis an und dann siehst du nicht wirklich was. Und teilweise sind die Fliehkräfte sehr hoch. Da weiß ich nicht einmal, oder da kann ich jetzt selber nicht einmal sagen, habe ich die Augen offen oder nicht, weil es die wirklich eindruckt und du wartest halt. Deswegen bin ich sehr aufs Gefühl aus. Ich meine, man kann schon die Spuren unter sich auch wahrnehmen. Mhm. Man sieht halt, okay, wo verschneiden sich die Spuren, sind sie parallel oder nicht da? Und ich bin aber eher so, dass ich aufs Gefühl hoch und dass ich halt aufs Feedback warte, wo ist der Druck, was gibt mir die Bahn, was braucht die Bahn? Und Feedback nennt es das immer so cool. Ja, oder ich nenne das halt so. Feedback kriegt von der Bahn. Ja. Okay, also eigentlich fährst du da im Schlaf runter, blöd gesagt. Du ja, kennst ja die Bahn, wirklich. Oder? Ja, klar, man kennt die Bahnen. Man meint, es ist zwar immer dasselbe, aber es verändern sich wirklich durch den Eisaufbau immer wieder die Einfahrten und Ausfahrten. Also du musst immer die Linien anpassen. Also es ist nie dasselbe. Es ist nie der Lauf, also von einem Lauf zum anderen Lauf, du kriegst nie zwei gleiche Läufe hin. Das ist einfach nicht machbar. Du musst einfach auch intuitiv fahren können und ja, auch wenn Fehler machst, dann halt richtig reagieren und ja, weiterfahren. Und schauen, dass heil runterkommt. Genau. Besten Fall noch schnell. Ja. Und Speed ist einfach dein Ding, gell? Ja, kontrolliert halt. Also ich bin schon, Geschwindigkeit mag ich schon gern, so weit halt, wie ich selber noch kontrollieren kann. Also ich bin auch mit dem Motorrad unterwegs und ich mag auch schnelle Autos, aber ich sage, es muss einfach passen. Also ich bin jetzt keine, die da übereifrig drüber fährt und sich nichts denkt. Oder ich bin schon da eher auf der vorsichtigen Seite. Okay. Aber reize es dann halt so aus, wo ich weiß, okay, so weit kann ich gehen. Schnell, aber mit Grenze und genau. Bremse. Genau. Sehr cool. Du hast es vorher schon angesprochen, du hast ja überlegt, auch den musikalischen Zweig eigentlich einzuschlagen im Burgfolders, gell?
Genau. Und da habe ich gefunden, dass du eigentlich Querflöte gespielt hast. Ja. Querflöte was your first love. Ja, ich habe sogar Klavier gespielt als Kind. Okay. Also das war so das Erste. Meine Mama ist Kindergartentante und der Papa hat eigentlich auch immer selbstständig musiziert und sich auch als Klavierspielen selber gelernt und Zierkugel gespielt und so. Also wir sind sehr musikalisch aufgewachsen. Mhm. Habe dann eben Klavier gelernt. Ich war allerdings immer eher sehr schüchtern als Kind und zurückhaltend. Und da habe ich dann ein schwieriges Stickel von Beethoven spielen müssen. Ich habe eine ganz strenge Lehrerin gehabt, das weiß ich noch. Die hat, ja, die Haare waren schwarz und immer zum Zopf hinten zusammengebunden. Und ich war bei jeder Stunde bin ich nervös gewesen. Und, ja, und irgendwann, das war mir dann zu viel. Dann habe ich gesagt, ich muss es lassen. Und dann habe ich Querflöte gespielt und das war auch ganz cool. Und dann hat die Sponsor ein Abzeichen gemacht für die Musikkapelle eben in Rom. Mhm. Und dann sind wir da gewesen in Absam und dann habe ich mir gedacht, nein, eigentlich, das mag ich gar nicht. Bin ganz nervös gewesen wieder. Und dann habe ich gesagt, nein, ich lasse es. Ich gehe. Ich brauche was anderes. Ich kann das jetzt nicht machen. Ah, nein, hast du gar nicht. Und dann habe ich, ja, dann habe ich Querflöte spielen auch lassen. Ja. Und das war dann das Letzte und dann ist der Sport eigentlich gekommen. Ja. Ja, es sind einfach zwei Paar Schuhe, gell? Ja. Sport und Musik. Aber das Lustige ist eben, ich habe immer so Angst vor Prüfungen und Referaten gehabt, mhm, und so. Und beim Sport ist aber allerdings das, du musst brutal präsent sein. Und irgendwie habe ich mich, oder meine Persönlichkeit hat sich durch den Sport auch wirklich in eine andere, gute Richtung entwickelt, sodass ich wirklich auch aus mir rauskommen kann. Und ja, und mit ängstlich und zurückhaltend bin, sondern das, was ich angehe, dann auch wirklich angehe. Und das habe ich halt als Kind oder als ja, Jugendlicher halt noch nicht so gehabt. Und mhm, beim Sport habe ich wirklich gemerkt, okay, ich muss da echt Gas geben. Und da ja, war persönlichkeitsprägend eigentlich. Also ich, ja, der Sport. Ja. Eine Prüfung hast du jetzt mal. Eben, das ist. Und zwar mit Volldruck. Ja, das ist es. Also das ist wirklich, das habe ich auch mal so verglichen und habe dann gedacht, eben auch so bei den nächsten Prüfungen, die so angestanden sind, eben wenn du Ausbildungen gemacht hast oder so, habe ich gedacht, ja, ist ja eigentlich gar nicht wild. Was habe ich denn damals in der Schule bitte gehabt? Das war, ja, aber das ist einfach das Leben und genau, die Jahre, die man drauflegt. Genau. Aber schön, dass man es sagen kann, oder? Ja, voll. Und die Querflöte ist jetzt komplett verstaubt irgendwo im Keller oder holst du ja, die nochmal raus? Nein, die habe ich. Die waren nur geliehen, also das war nicht meine eigene. Mm. Und somit haben wir sie eben zurückgegeben. Was schon ein schönes Instrument, ja, vom Klang her. Schon. Aber ich würde total gern wieder Klavier lernen. Ja. Das ist ein Instrument, das mir so gut gefällt, mhm, und ja, wo ich ja selber sehr gern eben klassische Musik ein bisschen hoch und so. Aber ja, schauen wir mal, vielleicht. Was noch nicht ist, kann ja werden. Ja, eben. Die Grundlage hast du ja gelegt. Eben, muss man ein bisschen üben. Im Sommer eben in Lettland. Da haben wir Klavier, eben die Kinder lernen da auch Klavier. Mhm. Wir haben mich hingesetzt und ein paar Akkorde wieder probiert. Und die haben wirklich bunte Zettel auf die Tasten geklebt, weil ich überfordert war, weil einfach ja, alles gleich ausschaut. Das war zäh. Genau. Und so habe ich halt, ja, hab ein bisschen reingespielt wieder. Voll gut. Ja, das hat mir schon gefallen wieder. Jetzt haben wir uns ganz viel mit deiner Vergangenheit beschäftigt, mhm, sind auch wieder in die Mitte gekommen, haben uns mit dem Moment beschäftigt, mit der Gegenwart. Lass uns ein bisschen in deine Zukunft schauen. Mhm. Das ist ja vorher schon erwähnt. Wird es jetzt wieder vier Jahreszyklus oder nicht? Was sind generell die Pläne? Was steht an bei dir? Also bei mir steht an, dass ich heute die Nacht nach Frankfurt fahre und morgen nach Cancun fliege. Also ja, okay, das ist ja ein Plan. Das für war, wie lange? Ja, für, bis 9. März. Oh. Das war jetzt eine ganz spontane Aktion. Also ich bin sehr spontan. Ich meine, ich habe das natürlich mit Matthias besprochen, weil klar, dass wir auch nur einen gemeinsamen Urlaub machen. Müssen wir nochmal für unsere Hörer dazu sagen, Matthias ist dein Trainerfreund. Genau, genau. Matthias Guckenberger. Genau. Mit dem du auch zusammen die Materialentwicklung machst. Genau, genau. Eben, wir sind jetzt 9 Jahre beinahe. Mhm. Und ja, aber eben um Zukunftsentscheidungen treffen zu können, brauche ich ein bisschen Abstand von allem ein bisschen. Und, das denke ich mal. Muss mich ein bisschen orientieren, muss ein bisschen abtauchen und ja. Schauen. Du hast da einen schlimmen Ort dafür ausgesucht. Ja. Ma, cool, da kannst du deine Akkus wieder aufladen. Genau. Die seelischen Kräfte stärken. Genau, es wird eben eh ein feiner Mädelsurlaub und ja, ein bisschen tauchen gehen und mhm, ein bisschen inspirieren lassen und schauen, wohin die Reise danach geht. Also lass es voll offen.
Schon noch, ja. Hast du uns da voll in der Luft hängen? Und keine Ahnung, was Janine Flock die nächsten 4 Jahre macht. Nein, sie ist, also mein Herz schlägt schon noch für den Sport. Und es werden aber Veränderungen sein. Also es werden sich auch das Umfeld, die Rahmenbedingungen ein bisschen verändern. Und da muss man halt schauen, ob es dann auch Sinn macht, ob wir dann weiterhin konkurrenzfähig bleiben. Weil ich sage, jetzt irgendwo meine 20. Nummer will ich jetzt auch nicht fahren, sondern ich sage, ich will in die Top 10 bleiben. Und ich sage, das, was wir uns jetzt erarbeitet haben, das Level natürlich erhalten und ja, und mich da halt auch weiterentwickeln. Aber ja, schauen wir mal, welche neuen Wege das werden. Und es ist halt auch mega praktisch, dass jetzt eben du und der Matthias beide in der Szene seid, gell? Genau. Dass ihr da wirklich das gleiche, wie soll man sagen, die gleiche Einstellung habt und dann nicht einer irgendwo im Büro sitzt, der andere eben auf der Rampe oder eben im Kanal ist. Macht aber, also es ist schon eine Challenge, also es ist schon eine Herausforderung, weil du verbringst einerseits viel Zeit miteinander in emotional höchsten Spannungsphasen eigentlich und andererseits siehst du die wenig, gibst du oft einmal wirklich nur die Türklinke in der Hand, weil eben er ist so viel in der Werkstatt, ich bin viel eben beim Training und aber wir haben es, glaube ich, echt gut gemeistert und ich meine, er muss sich jetzt auch ein bisschen neu orientieren, er war ja eben Nationaltrainer von Lettland und die 2 Jungs, mit denen ich jetzt auch im Sommer die letzten 3 Jahre trainiert habe, die lassen es jetzt auch und er muss sich jetzt halt auch neu orientieren und ja, er hat sehr gute Angebote. Und er kann jetzt ein System nicht um mich herum aufbauen, sondern muss auch jetzt auf sich schauen. Und ja, wir werden sehen, wohin die Reise geht für uns beide. Also egal ob Sport oder privat, das wird sich alles zeigen, oder? Genau. Und wenn wir von der Materialentwicklung noch kurz reden. Mhm. Das heißt, der Matthias fertigt was an und du testest dann. Genau, es ist so, dass eben die Firma Ratgeber eben damals auf uns zugekommen ist und wir haben mit ihnen dann wirklich Vorrichtungen gebaut, wie dass sie unsere Kufen fräsen können. Der Clemens ist eben ein Servicemann, der jetzt bei den Olympischen Spielen auch dabei war, ist ein guter Freund von uns. Mhm. Und mein Bruder eigentlich, der hat die Dinge konstruiert, wo er noch bei der Firma Ratgeber gearbeitet hat. Das ist so das Team, wo wir zusammen gearbeitet haben, Dinge auf Papier gebracht haben und eben Firma Ratgeber hat es halt dann produziert. Und ja, wir haben halt jetzt über die letzten Jahre immer wieder versucht, eben auch kufenmäßig weiterzuentwickeln, Schlitten zu bauen. Und das ist dann so, dass wirklich der Matthias dann da sitzt, die Ideen bringt, die Dinge mit dem Clemens dann umsetzt. Es sind ja viele Schweißarbeiten auch. Mhm. Also wir arbeiten viel mit Stahl, also das ist eigentlich die Hauptmaterie. Wir arbeiten viel mit Carbonfasern. Also wir haben die ganze Faserarbeit, wir bauen Carbonschalen. Also das machen wir alles selber. Firma Ratgeber produziert uns das Negativ für diese Formen zum Beispiel, okay, die man zuerst plant und zeichnet und dann wird es in der Heimwerkstatt produziert und der Matthias hat sich das wirklich selbst angeeignet, dass der mit diesen Materien arbeiten kann und die Formen bauen kann und das ist wirklich also beeindruckend, wie er das alles meistert und wie er das alles umsetzt und ja, das ist halt eben cool, wenn man dann ein bisschen mithelfen kann und mitarbeiten kann, weil es ein echt interessanter Bereich ist. Ja, und das ist auch wieder ein Standbein irgendwie, oder? Also da auf kann man so, ja, wenn man will, einmal spezialisieren. Also genau. Die stehen mehrere Türen offen. Auf jeden Fall, ja. Es ist ein feines Gefühl. Ja, schon. Vor allem immer. Also eben, er hat wirklich gute Anfragen und gute Angebote. Und eben, weil er hat die Kenntnis über Stahl, er hat die Kenntnis über den Formenbau und das ist ein cooler Tätigkeitsbereich. Coole, lässig, ja. Prickelndes Thema muss ich noch ansprechen. Man hat dir einen voller Pracht staunen können am Cover vom Playboy. Ja. Wie ist das so gekommen? Wie läuft sowas ab? Kommen die da auf die zu? Oder stehen die da am Ziel und sagen, hey Janine, wir würden dich gerne nackt sehen? Nein, ich war eigentlich gerade bei meiner Freundin und habe mit dem Letzten gerade ein bisschen gespielt und war mit meinem Kinderzimmer und dann haben sie angerufen, habe ich diese Anfrage gekriegt. Und habe gedacht, ah, okay, ja. Ich muss das jetzt ein bisschen überlegen. Dazu kann ich jetzt halt keine Antwort noch geben. Und ich war ein bisschen baff, weil ich mir gedacht habe, okay,
der Playboy, weil es ist jetzt doch ein sehr bekanntes Magazin und ja, ich mich dann auch erkundigt, weil ich habe jetzt auch noch mich damit nicht auseinandergesetzt und selber auch noch nie einen Playboy gekauft oder bin dem nachgegangen oder so. Und habe dann eben natürlich in erster Linie mit dem Matthias darüber geredet und mit meiner Familie und die waren eigentlich alle gleich voll begeistert und das, da war ich eigentlich zuerst ein bisschen so zurückhaltend und habe mir gedacht, okay, ich hatte mir da jetzt eigentlich andere Reaktionen irgendwie erwartet. Aber die haben da sehr dafür gesprochen und ich habe mir mit meiner Entscheidung echt lang Zeit lassen, weil ich meine, es ist kein normales Katalog-Shooting oder Magazin-Shooting, sondern ja, du enthüllst dich halt und ja, aber es hat sich für mich richtig angefühlt, die Entscheidung und ich habe echt Lust drauf gehabt und bereue es auch noch nicht da und ja, bin froh, dass ich es gemacht habe, weil es ist eine einmalige Möglichkeit gewesen. Und es ist ja echt ein tolles Bild geworden. Ja. Ist also auf so einem Fell gesessen, gell? Genau, also das war sogar das erste Motiv. Bin ich gleich ins kalte Wasser geworfen worden, eigentlich gleich mit so ein paar Bandeln an und dann auf so einem teuren Fell gleich oben. Und dann musste ich in die Rolle versetzen. Und ich bin ja jetzt auch kein Profi, ich komme jetzt auch nicht aus dem Gebiet eben Model-Business. Genau, das ist überhaupt nicht meins eigentlich. Mhm. Aber man versucht halt, so wie im Sport, halt dann auch einfach abzuliefern oder halt den Job dann gut zu machen. Aber es war spannend und es war stimmig. Also auch das Team um mich herum, das hat einfach das war harmonisch und es war super cool. Ich bin echt froh, dass ich es gemacht habe. Und ich meine, klar, spricht es Leute an und es spricht Leute nicht an. Und manche sagen, ja, okay, manche verbinden das jetzt auch mit meinem Misserfolg bei den Olympischen Spielen. Katastrophe. Aber du, das ist mir einfach egal, weil sich für mich selber die Entscheidung richtig anfühlt und ich im Klaren mit mir selber bin. Und ich glaube, das ist das Wichtigste. Das ist das Allerwichtigste, ja. Genau. Also es ist wieder spannend, wie die Leute dann plötzlich mitreden und meinen, jemanden zu kennen, oder? Voll. Das ist ja wirklich, wirklich krass. Ja, schon. Aber ich muss sagen, ich habe überraschenderweise sehr viel wertschätzendes Feedback auch gekriegt. Tatsächlich. Was mich auch überrascht hat. Schön. Ja. Aber es war schon komisch, du bist im Olympischen Dorf. Dann habe ich gedacht, okay, ich war echt aufgeregt. Verstehst du, ja, das geht dann aus. Und dann bist du im Endeffekt, gibt es kein Zurück mehr. Aber war es tatsächlich dieses nackt zu sein vor Personen, vor dem Fotografen, vor dem Team? Oder was löst diese Unbehaglichkeit und Nervosität da eigentlich aus? Ich würde sagen, eigentlich gar nicht das vom Fotografen und so. Also damit habe ich überhaupt kein Problem gehabt. Mhm. Aber so der Gedanke, ja okay, zum Beispiel bin ich nach jedem Rennen in Igels oben, gehe immer zu den Bahnarbeiter an, ich bedanke mich, weil die arbeiten natürlich auch mitschauen, dass es alles gut passt für unsere Materialabstimmungen. Das ist halt so ein bisschen Heimvorteil. Mhm. Und dann denke ich mir, das war eben, da habe ich mich noch nicht dafür entschieden. Und dann habe ich mir gedacht, ja, kann ich mir das vorstellen, dass ich da hänge? Weißt du, so. Bei denen in der Werkstatt. Genau, zum Beispiel. oder eben, dass das halt Leute sehen, ja, wir ein Verband oder das Dorf verloren. Also ich meine, ich komme aus dem Dorf und ja, das ist dann Gesprächsthema Nummer eins und da werde ich sicher einige schockiert haben. Also da bin ich mir sicher. Gerade aber am Dorf ist am Land, ist immer schwierig. Eben. Bei Glätt hast du ja einen Ruhm dann, gell? Ja, genau. Also Bornhall, also genau. Ich bin eben noch immer in Ruhm. Aber ich habe mir dann gedacht, nein, ich will das machen. Und es geht keinem anderen was an. Und es war eben die Aufregung eher, dass es rauskommt und ich dann in einem Magazin bin. Und dass es dann das Cover auch noch geworden ist, ist schon cool und irgendwie ja. Das ist ja dann auch nicht fix, gell? Nein, eben. Und dafür ist man dann schon auch ein bisschen stolz drauf. Und ja. Und du hast ein Wahnsinnsbild von dir. Wenn du das dann irgendwann mal mit 70 anschaust, denkst du, wow, ich knacke. Genau. Mein Bruder hat auch gesagt, du wirst echt nicht blöd sein und das nicht machen. Wenn du älter bist, dann kannst du deinen Enkeln oder Kindern sagen, du schaust, ich war im Leben und nicht, ich hatte die Chance gehabt. Ja, das ist schon. Ich habe mir auch gedacht, ja, ist auch ein guter Ansatz. Super. Danke, dass wir daran teilhaben dürfen. Mega. Ja. Janine, bevor wir jetzt zu deinem Lieblingsbätzl gehen, müssen wir noch unsere Tradition weiterführen. Unser Stubengemurmel. Das ist ein kleines Spielritual immer am Ende unseres Gesprächs. Ja. Wir haben da vier Murmeln drinnen. Mhm. Du darfst eine ziehen. Mhm. Und je nach Farbe spielen wir dann ein Spiel. Okay. Gut.
Dann nehme ich gleich die erste Lini. Pink, ja. Super. Ich herzigerweise habe ich das Gefühl gehabt, dass es pink wird. Echt? Weil es gibt noch schwarz, grün und blau. Ja, das ist cool. Ja. Visualisierung, gell? Ja, die Vorahnung. Ist Profi drin. Okay, pink ist in dem Fall Buchstabensalat. Oi. Okay. Eigentlich heißt es BPW. Ja. Buchstaben Playback. Mhm. Du kriegst jetzt zwei Wörter von mir und du musst sie so schnell wie möglich und konzentriert wie möglich rückwärts buchstabieren. Oh mein Gott, da bin ich so schlecht, vor allem wenn es auf Druck ist. Wir haben vorher gesprochen wegen Gedächtnisverlust und so. Ja, gell? Eben. Ja. Aber das ist jetzt immer ein gutes Training. Musst du so sehen. Ja, okay. Eben. Wort Nummer eins ist Kufenschleifmaschine. Oh mein Gott. Kufenschleifmaschine. Genau. Auf los geht's. Kann ich es nicht aufschreiben? Na, du musst aus dem Kopf machen. Das ist Training. Okay. Kufenschleifmaschine. Okay, machen wir Maschine. Maschine in... Ja. E, richtig? N, ja. Ja. N, I... I, ja. I... A, H. H, ja. Aber wie sagst du denn H? H? H. Also du kannst auch also buchstabieren. Buchstabieren. Genau. Okay. Wolltest du es jetzt rückwärts sagen? Ja, eben. Ach so, das kann mein Hand draus machen. Na, bist narisch. Enischamla. Na, buchstabieren. Also wir haben okay, E-N-I-H. Genau, H, C. Ja. S. Ja. A, M. Ja. Ja. Kufen, Schleif, oder? Genau. F. Yes. I, E. Ja. Ja. F, Schleif. Schleif. H, C, H, S. Ja. Und Kufen, N, E, F. Ja. U. Und? V, U, K. Yes. Oh mein Gott. Gratulation! Hey. Du kriegst jetzt die olympische Medaille im Rückwärtsbuchstabieren. Hey, wenn das meine Schwester sehen wird, weißt du, die ist super in die Sache. Ja. Die macht da das. Die kann einen Buchstaben einfach mit O und U einfach so erweitern. Also die macht da so Wortspiele aus dem. Aus dem Stehgreif aus und wir die haben den schon so mal her. Ja, echt, der macht das mit links. Voll die gut. Wird sich jetzt abbecken hier. Liebe Grüße an der Stelle. Ja, genau. Liebe Janine, vielen, vielen Dank, dass du uns mitgenommen hast auf deine, in deine Geschichte und auf alles, was du so geplant hast, beziehungsweise was nicht geplant hast. Einfach mal chillen jetzt. Genau. Ja? Das tue ich jetzt hoffentlich auch. Ja. Ich wünsche dir ganz, ganz viel Glück für die Zukunft, Gesundheit und vor allem behalte dieses Momentleben. Das ist das Coolste, was man lernen kann. Ja, ich. Das hast du richtig gemacht. Vielen Dank. Ich sag danke. Und alles Liebe. Machen wir denn wieder mal. Klatsch. Ah, ja, super.